Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's! Einfach das zu tun, was man liebt und dadurch Geld zu verdienen, klingt für die meisten Menschen wie ein Traum. Oder wie die Werbeversprechen einiger dubioser Gestalten. Mein heutiger Gast macht jedoch genau das. Sie ist der beste Beweis dafür, dass man dazu kein Vermögen investieren muss, wenn man einfach seinem Herzen folgt. Während viele Menschen, mich eingeschlossen, die Bereiche Informatik und Programmierung eher das Panik-P in die Augen treibt, hat sie sich für einen Bereich entschieden, in dem diese Teile nur als Beiwerk zu verstehen sind. Denn als Vorreiterin schrieb sie sich in einen der ersten Studiengänge für UX-Design an der Uni in Ingolstadt ein. Heute ist sie bei einer der wohl wachstumsstärksten Marketing- und Vernetzungsplattformen, The Grow, zu deren Mitgliedern Größen wie Vanessa Weber und Gerold Wolfrath gehören und selbst Finanzminister Christian Lindner, der hat es sich nicht nehmen lassen, dort seinen Beitrag als Speaker zu leisten. Und sie sagt, wenn du jemanden ohne Lächeln begegnest, schenke ihm deins. Und damit sage ich herzlich willkommen, Laura Grassl. Schön, dass du hier bist. Hallo, Thomas. Liebe Laura, es ist ja schon ein Wahnsinn. Also viele Menschen würden sich mit der Entscheidung zu einem Informatikstudiengang schon schwer tun. Du hast dich für einen entschieden, in dem das nur reines Beiwerk ist. Was hat dich damals dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt? Also was fasziniert dich an UX-Design und was ist das überhaupt? Ja, das hatte im Großen und Ganzen zwei Gründe, dass ich angefangen habe, UX-Design zu studieren. Zum einen wollte ich in Richtung Design gehen, was in Richtung Design machen. Ich hatte bereits in der Schule Kunst im Abitur und fand die kreative Richtung tatsächlich schon immer wirklich interessant. Und ja, wirklich von klassischen Printmedien über Grafikdesign, über Online-Auftritte, sogar Kunstgeschichte, das hat mich echt schon immer interessiert, Wow. Alles. Da ich aber wirklich ein Familienmensch bin, habe ich erstmal geschaut, was gibt's eigentlich bei mir so um meine Heimat rum für spannende Studiengänge, dass ich jetzt nicht zu weit weg müsste von meiner Familie, von meinen Freunden. Und habe halt wirklich angefangen, in Ingolstadt zu gucken, auch in München, und bin aber dann auf diesen neuen Studiengang gestoßen, auf User Experience Design, wirklich durch Zufall. Und habe auch gesehen, dass der total neu ist, dass es jetzt erst wirklich einen Studiengang gibt, beziehungsweise es ist jetzt gerade, wir wären dann die zweiten, oder ich war dann auch die zweite Runde, die damit gestartet hat. Und es war halt wirklich spannend, weil es eine Mischung aus verschiedensten Elementen war. Also man hatte wirklich Design mit drin, dann Informatik, beziehungsweise eben die technische Seite von einem Studium. Aber es gab auch Fächer rund um BWL und Marketing. Es waren zwar jetzt eher die kleineren oder es war eher der kleinere Bereich, aber trotzdem war halt wirklich, es war eine bunte Mischung. Und das fand ich halt richtig spannend, weil es halt nicht so ein einseitiges Studium ist. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, da wird einem nicht so langweilig, weil man immer nur dasselbe macht, oder beziehungsweise ich hatte halt das Gefühl, dass ich da Einblick in möglichst viele Dinge bekomme. Und das hat dann so mein Interesse geweckt daran. Und dann kam halt noch so ein bisschen dieses, du hast noch nie irgendwas mit Programmieren gemacht. Probieren wir es doch einfach mal aus mit rein. Also wirklich null Ahnung davon gehabt und gesagt, okay, aber es ist so spannend. Es sieht halt auch immer so spannend aus und es klingt halt auch einfach so mega interessant. Jetzt probieren wir es einfach mal. Ich meine, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Deswegen gesagt, okay, da schreiben wir uns ein. Habe halt schnell gemerkt, Programmieren ist super spannend, aber es wird wohl nie so ganz meins wirklich werden. Das kann ich unterschreiben. Wirklich, ich würde mir wünschen, Talent dafür zu haben. Es ist richtig cool und ich habe auch viele erlebt, die das unglaublich drauf haben. Aber meine Stärken liegen woanders, sagen wir es mal so. Auch wenn es mega cool ist, mal zu wissen, wie das ein bisschen funktioniert oder auch so ein paar Hintergrundinfos zu haben. Aber ja, ich würde einfach sagen, jeder hat seine Stärken in einem anderen Bereich. Aber tatsächlich, wenn ich jünger wäre, ich glaube, meinem jüngeren Ich würde ich raten, möglichst früh damit anzufangen und sich damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, wenn man das von klein auf lernt, das ist unglaublich, was man damit machen kann. Es ist wirklich richtig genial. Ja, und ich würde sagen, letzten Endes ist es wirklich ein Studium, das ich jedem empfehlen kann. Man hat so viel Einblick in so viele unterschiedliche Bereiche. Das ist Gold wert, wirklich Gold wert. Und wie gesagt, ich habe einen der Bereiche dann für mich auserkoren. Das ist halt dann Marketing geworden.
Aber es hast halt wirklich, du gehst da mit einem Erfahrungsschatz in unterschiedlichsten Bereichen raus und hast wirklich richtig geniale Professoren, die dir so viele Einblicke und so viele unterschiedliche Sachen zeigen. Also es ist eine sehr, sehr klare Empfehlung von mir. Jetzt hast du gerade schon den Bereich Marketing angesprochen. Also sag mir jetzt, UX, also User Experience, hat irgendwas mit Marketing zu tun. Kannst du in ein, zwei Sätzen beschreiben, was genau macht User Experience und warum ist es wichtig und wird in der Zeit der Digitalisierung immer wichtiger? Also User Experience Design selber ist ja das Design von Schnittstellen so, dass sie möglichst nutzerfreundlich sind. Mhm. Deswegen sind ja auch die Programmierung oder der technische Aspekt und das Design wichtig. Marketing ist aber was, das darfst du eigentlich nie außen vor lassen. Mhm. Marketing ist was, das ist einfach das A und O. Deswegen war es auch gut und wichtig, dass es mit in diesem Studium drin war. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass User Experience sich mit der, man spricht ja immer von Usability, ne? Also wie benutzerfreundlich sind Oberflächen und auch mit sowas beschäftigt, richtig? Genau. Zum Beispiel, wenn du jetzt nehmen wir mal, du entwickelst eine App. Mhm. Du kannst sie programmieren und sie kann dann wunderbare, tolle Dinge. Aber letzten Endes ist es ja auch wichtig, dass derjenige, der sie dann am Schluss benutzen soll, auch versteht, was da passiert oder möglichst schnell durch die App durchkommt, ohne große Probleme zu haben, ohne irgendwo ins Stocken zu geraten und nicht weiterzukommen. Ohne dass er sich denkt, das ist der Aufbau taugt mir nicht oder ich finde überhaupt nicht das, wo ich hin will. Und genau da kommt UX ins Spiel. Das Design so zu gestalten oder diese App, diese Anwendung, muss ja nicht nur eine App sein, kann auch eine Website sein, aber es so zu gestalten, dass es verständlich ist, sauber strukturiert ist und möglichst einfach anzuwenden für jeden Nutzer. Ich finde mich da absolut wieder, alleine schon, ich habe die ganze Zeit im Kopf Digistore 24. Es muss ich ja gestehen, ich bin so ein richtiger Digital-Depp. Also ich bin froh, wenn jemand dann wie du da ist, der weiß, wie das funktioniert und das entweder macht, beziehungsweise auch mir erklären kann. Aber ich glaube, mit denen könntest du dich auch unterhalten, mit Digistore 24. Jetzt hast du ja schon in deiner Studienzeit einfach mal ein bisschen anders gedacht. Also alleine schon, ich habe keine Ahnung, was das ist, genau deswegen mache ich es. Das ist ja schon mal ein anderer Denkansatz, als ihn viele, viele Menschen da draußen haben. Im Besonderen denke ich da jetzt gerade an deine Bachelorarbeit. Da hast du ja auch irgendwas komplett anderes als die Beine auf die Beine gestellt als alle anderen. Ja, anders, ja. Weil ich meine, letzten Endes macht ja jeder irgendwo was anderes. Ich würde mich aber tatsächlich gar nicht so vergleichen, weil ich habe in den Bachelorarbeitspräsentationen so viele Arbeiten mitbekommen. Da waren so viele innovative und spannende Ansätze mit drin, wo meine natürlich ein bisschen raussticht, das darf man schon sagen, ist der Umfang. Die hatte ja letzten Endes mehr als 100 Seiten, was für eine Bachelorarbeit jetzt nicht so ganz der Norm entspricht. Aber da kamen dann so viele spannende Dinge auf einmal, dass wir sie wirklich ausbauen mussten. Weil es dann einfach so viele Aspekte noch gab, die mit rein mussten. Ja, aber gut, letzten Endes, das Thema von meiner Bachelorarbeit war ja dann Einfluss von KI auf den Bereich Retail, veranschaulicht an Beispiel eines smarten Spiegels in Bezug auf UX. Ist schon das Thema sehr umfangreich. Was halt damals so der große Punkt war, ist, dass ich mit einem Startup zusammenarbeiten wollte und auch durfte aus Ingolstadt. Die heißen Mirrors, sind mega spannend und das Coole, zwei der Founder haben halt auch User Experience Design studiert im Jahrgang über mir. War auch total cool, weswegen das von vorne bis hin einfach mega spannend war, diese Zusammenarbeit. Und um da mal kurz zu erklären, was die machen, dann ist vielleicht ein bisschen der Hintergrund verständlich. Mhm. Die entwickeln smarte Spiegel und das kann man sich so vorstellen, also die entwickeln ein Produkt, das besteht eben aus dieser Hardware-Komponente, das ist dieser smarte Spiegel und sie produzieren zusätzlich noch eine eigene Software und diese Software, die kann animierte Inhalte, also zum Beispiel ein Slogan, Werbebotschaften, Produktplatzierungen und vieles, vieles mehr als Hologramm direkt im Spiegel anzeigen. Was halt richtig spannend ist. Und wir hatten auch an der Uni einen davon. Und das war schon so ein cooles Feature, weswegen ich dann gesagt habe, okay, das machen wir daraus, bauen wir was, da machen wir eine Bachelorarbeit draus. Und ja, den Spiegel habe ich halt dann als Hardware genutzt. Als Produkt genutzt, um einen Prototypen zu bauen in Adobe XD
Und das muss man jetzt ein bisschen runterbrechen. Wie gesagt, der Umfang war ein bisschen groß. Aber um es irgendwie kurz zu erklären, das sollte so ein intelligenter, mitlernender Shoppingberater werden für den stationären Einzelhandel. Und die Idee war es halt, dass Leute zum Beispiel ihre Größen, Farb, Stilpräferenzen, all sowas angeben und dann passende Vorschläge aus dem Store erhalten. Und diese Angaben, aus diesen Angaben, die die Leute machen, sollte eben diese KI, die künstliche Intelligenz, lernen und dann später gezieltere Produktvorschläge für spezifischere Personen machen zu können. Also wenn jetzt Person XY dieselben Angaben macht wie ich und wirklich von allem, was sie angibt, meinem Charakter oder meiner Persönlichkeit, meinen Angaben entspricht, kann die KI bessere Vorschläge machen. Und ja gut, da haben wir dann, ja, es war theoretisch, muss man dazu sagen, es war theoretisch, aber ich konnte es halt anhand meines Prototypen dann erklären, wie das Ganze ablaufen soll. Ich habe natürlich keine KI entwickelt. Das wäre ja super cool gewesen, aber nee. deswegen, es war natürlich theoretisch. Wir haben dann meinen Prototypen auf diesem Spiegel getestet, eben zusammen mit Mirals auch alles. Und haben dann so bekannte UX-Methoden zum Beispiel, auch weil es jetzt cool klingt, nenne ich es mal mit rein, die Wizard of Oz-Methode genutzt und haben im Retail-Lab von der THI getestet, wie dieser Spiegel ankommt, wie die Leute da durchagieren, wie sie mit diesem Spiegel agieren, wie es funktioniert. Und das Coole an der Sache war halt eben auch, dass wir diesen Vorteil von dem Retail Lab hatten, weil bei uns hat es in der TAI einen Raum gegeben, der wie ein Nike Store aufgebaut war. Das heißt, es war allein für die Testings schon das Beste an Umgebung, das du haben kannst. Ja, das, glaube ich, beschreibt es jetzt so ganz gut. Man stelle sich vor, ein Spiegel, bei dem man seine Outfits vorher einfach mal angucken kann und das in jedem Haushalt. Ich glaube, die Zalando-Fäden würden glühen. Wenn es das für jeden Haushalt gäbe, wäre es ja noch cooler. ich fand allein die Idee so cool, dass du da in dem Raum, oder beziehungsweise das heißt in der Umkleide, das heißt im Raum bist und halt auswählst, hey, das und das entspricht mir, die und die Looks finde ich cool, die und die Farben finde ich cool, was habt denn ihr dazu da? Und wie cool wäre es dann, wenn Leute, die ähnlich denken oder ähnliche Angaben machen wie ich, dann noch viel schneller ihre Sachen finden oder noch spezifischere Vorschläge bekommen? Ich kann jetzt schon einige Shopping-Freunde schreien hören. Die schreien, wann kommt dieser Spiegel oder warum machst du nicht weiter? Hör ich übrigens dann auch dazu. Ja? Da muss ich mich an der Stelle gerne einmal outen. Ich würde das Ding wahrscheinlich die ganze Zeit davor hängen. Aber anyway, ich meine, heute... Du hast ja dann den nächsten Schritt gemacht. Ich meine, heute bist du ja als Content-Marketing-Managerin bei Salesforce und The Grow, der Wirtschaftsplattform zurzeit überhaupt. Ja, man sieht es ja die ganze Zeit in den sozialen Medien, die einfach nur wächst und wächst und wächst, grandiose Vorstellungen hat, grandiose Unternehmer in ihrem Zirkel drin hat, wunderbare Veranstaltungen einfach machen. Und da bist du im Bereich Content Marketing als Managerin tätig. Also was genau können wir uns denn jetzt unter Content Marketing vorstellen? Und gerade jetzt, wo wir sagen, okay, die Zeit von Corona, die neigt sich vielleicht eventuell so ganz langsam dem Ende. In welchen Bereichen wird das in dieser Zukunft noch wichtiger? Also professionelles Content Marketing ist ja, oder kann man als Basis für erfolgreiches Online-Marketing sehen. Also es ist eigentlich auch für mich das, klar, ich arbeite in dem Bereich, aber es ist einfach das Nonplusultra. Vor allem halt in Zeiten von Social Media. Und es ist ja das Ziel von jeder Firma, von jedem Unternehmen, sich irgendwie von der Konkurrenz, von der Masse abzuheben. Und man will ja Kunden oder potenzielle Kunden gezielt ansprechen, ihnen relevante Informationen zukommen lassen, neue Produkte anzeigen oder zeigen, hey, wir haben dieses und jenes Angebot. Oder halt im besten Fall Menschen, die potenzielle Kunden sind, wirklich in Kunden zu verwandeln. Und all das ist im Content-Marketing-Management mit drin. Das heißt, bei mir persönlich, meine Aufgaben sind vor allem Werbetexten. Wie gesagt, ich habe dir ja schon mal erzählt, meine Leidenschaft ist das Schreiben. Und für mich ist es wichtig, dass nicht, also Bild ist eins auch, also das Bild ist das A und O für etwas. Aber auch wenn die Menschen von dem Bild gecatcht werden, es ist ja auch wichtig zu erklären, um was es geht. Oder halt auch einfach Emotionen kannst du durch Bild wunderbar rüberbringen. Aber auch Text ist da ein unglaublich wichtiges Thema. Dann zudem auch Planung und Umsetzung eben von Inhalten. Was
ist jetzt, was sind die nächsten Meilensteine, was sind wichtige Events, die anstehen, wie promote ich die, wie bringe ich das rüber, wie bringe ich genau das rüber, was uns ausmacht. Diese wichtigen Faktoren, wie kann ich das Herz dieses Unternehmens bestmöglich den Menschen präsentieren? Und dann zeigen, was macht uns aus? Was ist genau das, was uns für euch wichtig macht? Und ja, genau das ist eigentlich Content Marketing. Zudem kommt natürlich auch dazu, dass du schaust, wie läuft es eigentlich? Welche Beiträge verstehen die Leute? Womit können sie gut arbeiten? Womit können sie umgehen? Was gibt ihnen einen Mehrwert? Und wie kann ich diese Inhalte noch optimieren? Also ein Content-Marketing-Manager, ebenso auch ich, sorgt eben dafür, dass diese passenden Inhalte auf dem passenden Kanal zur passenden Zeit ausgestrahlt werden. Bei den passenden Personen am besten. Genau. Um es halt mal irgendwie kurz zu definieren. Gut, ich könnte dir vielleicht noch ein Beispiel anführen, dass du halt wirklich sagst, wir haben Firma XY und du hast jetzt ein ganz cooles neues Produkt rausgebracht. Das wird den Markt in dem Bereich absolut revolutionieren. Jetzt geht das an den Content-Marketing-Manager mit der Aussage, es soll möglichst viele Personen erreichen und möglichst viele Kunden schaffen. Sorge dafür. Sag ich erstmal danke. Das will ja jeder im Endeffekt. Ne? Genau, aber wirklich, es geht darum, diese Inhalte, dieses Wichtige dort zu platzieren, wo es auch wirklich hin soll. So kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Vor allem in der heutigen Zeit, weil du es vorhin auch angesprochen hast, klar, ich lasse jetzt mal ein bisschen Corona außen vor, aber wir leben halt eben im Zeitalter der digitalen Transformation. Ich meine, Social Media, Online-Auftritte, das sind die Orte für Werbung und für Marketing. Also du siehst allein, ich nehme das mal als Beispiel, wenn du Instagram auf, scrollst durch deinen Feed oder schaust dir deine Stories an und du siehst immer wieder irgendwelche Produktplatzierungen oder du kriegst Vorschläge für irgendwelche coolen Produkte, die jetzt auf den Markt gekommen sind, sei es richtig coole neue Suppen oder Science-Beauty-Artikel. Und ja, das ist halt eben genau das, was ein Content-Marketing-Manager macht. Und es macht einfach mega Spaß. Das muss man auch dazu sagen. Es macht wirklich mega Spaß. Also du gehst in dem Job auf, weil du so viel Neues lernst jeden Tag und so viel coole Sachen eigentlich wirklich erfährst, machen darfst. Es ist jeden Tag irgendwas Neues dabei. Das heißt, mit dem, was ich mache, habe ich jeden Tag Spaß und verdiene auch noch mein Geld dabei. Also das ist Nonplusultra. Das ist im Prinzip genau das, worüber wir in der Anmoderation ja schon gesprochen haben. Ja. Und ich finde, man muss es schon mal sagen, die letzten zwei Jahre, ne, gerade während Corona, da haben Wissenschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler herausgefunden, dass die letzten zwei Jahre die Digitalisierung in einem Ausmaß nach vorne gebracht haben, wie es ansonsten in 8 Jahren der Fall gewesen wäre. Also einfach mal um den Faktor 4 an Geschwindigkeit zugelegt. Und gerade da ist ja das, was du machst, oder gewinnt das, was du machst, ja in Zukunft noch eine viel, viel größere Wichtigkeit, eine viel, viel größere Präsenz, die wir ja auch jetzt zurzeit erleben. Ich meine, Martin Limbeck, der hat es letztens so schön gesagt, Remote ist gekommen, um zu bleiben. Und das Remote bezieht sich ja nicht nur auf den Videocall, ne, oder so eine Videoaufnahme, wie wir sie hier jetzt gerade eben auch machen, sondern ja auch auf das Ansprechen, in dem Fall das Anschreiben der Kunden. Und da hast du auch nochmal einen schönen Satz gesagt. Den haben wir auch nochmal in der Anmoderation kurz angeteasert. Du meinst, wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, dann schenke ihm deins. Also das unterschreibe ich erstmal 1:1, ganz klar, ohne Widerrede. Meine Frage an dich als Profi ist jetzt, wie können wir denn genau das mit dem verbinden? Also wie können wir das im Bereich des Content-Marketings umsetzen? Also ich würde erstmal auf jeden Fall diesen Punkt Kommunikation ansprechen. Die Menschen sind eben durch die Pandemie sensibler geworden. Das kann ich für mich selber so unterschreiben und ich sehe das natürlich auch überall woanders. Also es ist jeder emotionaler und sensibler geworden. Und viele Themen lassen uns halt im Moment immer schlucken, lösen Emotionen aus, reizen die Nerven. Auch Thema Arbeit, auch Thema Remote, auch all diese Veränderungen. Da ist halt wichtig, die richtige Kommunikation zu führen. Denn Kommunikation ist in jedem Fall das A und O. Man muss irgendwo eben diese Waagschale halten und sagen, hey, wir haben jetzt Veränderung und es gibt auch viel Negatives, aber auf der anderen Seite, wie kommen wir bestmöglich mit der Veränderung klar?
Und was für positive Sachen haben wir denn auch noch gerade, die wir mitteilen können? Also eben eine schöne Waage halten zwischen dem, was sich verändert und dem, was momentan in der Welt nicht gut läuft und dem, was wir aber als Unternehmen zum Beispiel Positives mitteilen können, irgendwelche guten Entwicklungen, spannende Geschichten und auch irgendwelche positiveren Veränderungen. Und ja, ich sage immer so gern, eine kleine Prise Spaß und eine kleine Prise Herz hat schon immer irgendwo den Unterschied gemacht. Und das wird auch in Zukunft immer so sein. Wenn man Content produziert, der Leuten ein Lächeln und Begeisterung ins Gesicht zaubert, dann hast du als Content Manager wirklich was gut gemacht, wenn sich die Leute dafür interessieren. Und wie sich das in Zukunft vielleicht noch verändern würde oder was man im Bereich des Content Marketings umsetzen kann, ist für mich persönlich immer wichtig, Persönlichkeit zeigen. Ein Unternehmen soll Gesicht zeigen, die Menschen dahinter zeigen, die Menschlichkeit zeigen. Ich meine, ich persönlich bin einfach ein Fan davon zu zeigen, was machst du und was bewegt dich und warum machst du das? So wie ich es vorhin schon gesagt habe, zeig das Herz deines Unternehmens. Zeig, was du machst und warum du es machst. Zeig, wofür du stehst, was deine Werte sind und schau, wie du anderen Leuten vielleicht auch einen Mehrwert bieten kannst. Und der Mehrwert kann in unterschiedlichsten Bereichen liegen. Es kann ein Mehrwert sein für andere Unternehmen, um ihre Unternehmen weiterzubringen. Es kann ein Mehrwert sein für Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Es kann ein Mehrwert im Sinne eines guten Gefühls sein oder ein Mehrwert im Sinne eines werteorientierten Netzwerks. Ein Netzwerk, in dem sich die Leute austauschen können. Es ist so vieles auch eben durch diese Digitalisierung jetzt noch möglicher geworden oder auf eine andere Art und Weise jetzt möglich. Und diese anderen Optionen, dieses Digitale, wird sich immer weiter verändern. Ich meine, die digitale Transformation, kann man so sagen, wird noch einiges im Petto haben. Da wird noch einiges passieren. Und so wird sich der Mensch jetzt auf eben diese gegebenen Umstände noch weiter anpassen. Es wird Videoeinblicke, finde ich, ist ein unglaublich tolles Thema. Videoeinblicke, Livestreams, Online-Plattformen. Das entwickelt sich seit eben dieser Pandemie so rapide. Und es wird sich auch rapide weiterentwickeln. Ja, und wie kann man das so schön sagen? Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich kann überhaupt nicht sagen, was es sein wird. Denn wir haben ja eben gesehen, wie du es so schön gesagt hast, was in diesen letzten 2 Jahren passiert ist. Das hätte sich ja vor 5 Jahren noch kein Mensch vorstellen können. Ganz, ganz bestimmt nicht. Ja, und jetzt schau, wo wir stehen. Ich bin wirklich gespannt, wo wir in 2, 3 Jahren stehen, weil ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich traue mich nicht, eine Aussage zu treffen, weil es kann sich so vieles so schnell ändern. So schade, dass ihr gerade das jetzt nicht sehen könnt. Ne? Aber wenn Laura davon erzählt und davon berichtet, da sprudelt so richtig die Begeisterung. Man sieht richtig die Leidenschaft, die da aus den Augen blitzt. Und man merkt wieder, da ist jemand, der einfach das liebt, was er tut. Und das ist herrlich. Aber jetzt weiß ich ja, dass du nicht nur das tust, weil du es liebst oder das nicht nur dein Beruf, deine Berufung ist, dein absolutes Herzensanliegen, sondern es gibt ja auch noch etwas anderes in deinem Leben, was dir ein ganz, ganz besonderes Anliegen ist. So Stichwort Thema Herzensbuch. Was kannst du uns denn dazu verraten? Ein ganz wichtiger Satz. Nicht zu viel reden und einfach machen. Mein Herzensbuch, ich werde nicht viel darüber verraten, einfach nur weil es ich rede nicht gerne über ungelegte Eier. Aber ich kann so viel verraten. Jeder von uns hat etwas, das ihn antreibt. Irgendwas, was du einfach nicht aus deinem Kopf rausbekommst, was sich in deinem Herzen festgesetzt hat und du weißt, dass du es irgendwann machen wirst. Du weißt, dass alles irgendwo drauf hinausläuft, dass du dort endest. Und bei mir ist es genau dieses Projekt, das ich jetzt vor kurzem gestartet habe, ein Projekt für mich. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das in diesem Jahr entwickelt. Also ich sehe sehr viele sehr, sehr coole Entwicklungen und dass da einiges noch vor meiner Türe steht. Aber du hast es auf jeden Fall schon mal gut beschrieben. Es ist ein Herzensbuch. Es kommt von Herzen. Und das ganze Projekt, alles drumherum, das ist noch so viel mehr. Das ist wirklich noch so viel mehr. Es ist genau das, was ich als mein großes Ziel der kommenden Jahre sehe. Oder als das, was ich für mich einfach mir privat noch vorgenommen habe zu machen. Und ich kann es einfach nur betonen, es ist wirklich das,
was schon so lange bei mir im Kopf, in meinem Herzen fest drin ist. Und jetzt hat es gestartet, jetzt geht's los. Und ja. Wir dürfen also sehr, sehr, sehr gespannt sein, was da von der Laura noch kommt. Und wie du schon gesagt hast, die Dinge, die wir machen, die werden dann am besten, wenn wir sie von Herzen aus tun. Egal, ob es User Experience Design ist, ob es ein Buch ist, das wir schreiben, oder ob es zum Beispiel auch so ein Podcast ist, den wir hier betreiben. Denn auch da steckt natürlich sehr, sehr viel Liebe, Leidenschaft und Herzblut drin. Und deswegen sei so gut, falls du es noch nicht getan hast, diesen Podcast einmal zu abonnieren, ihn auf iTunes einmal zu bewerten oder auf Spotify einmal downzuladen. Ihr wisst, dann freue ich mich. Die Laura freut sich auch und wir freuen uns alle gemeinsam. Liebe Laura, am Ende eines jeden Interviews, da hast du oder hat mein Gast nochmal das Wort, um seine ganz eigene, ganz persönliche Herzensbotschaft nach draußen zu bringen. Welche wäre das bei dir? Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist was, was mich seit Jahren begleitet. Und zwar, sei du selbst und steh dazu. Sei einfach du selbst und steh dazu. Mach genau das, was du machen willst, was deine Leidenschaft ist und was aus deinem Herzen kommt. Und sei stets dahinter. Es wird immer Leute geben, die nicht derselben Meinung sind. Es wird immer Leute geben, die das Ganze irgendwo ins Wanken bringen. Aber letzten Endes, die Basis bist du. Und egal, was passiert, egal, wie sehr dieses Schiff ins Wanken gerät, verliere deine Ziele, deine Träume und deine Wünsche niemals aus den Augen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das ist schon direkt eine Anleitung mit Aufforderung zum Umsetzen und zum Handeln. Und als du das gesagt hast, da war bei mir so ein ganz bestimmter Satz gerade präsent. Um wirklich frei zu sein, gilt es, sich von Kritik und auch dem Lob anderer Menschen unabhängig zu machen. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Sätze zusammenfügen, dann ist daraus ja schon im Prinzip eine Bedienungsanleitung dafür entstanden, wie man das umsetzt, was man denn liebt zu tun. Ihr Lieben, liebe Laura, ich sage erstmal vielen lieben Dank für dich, für deine Zeit und für deine Stimme hier in diesem Podcast. Den Link oder die Links zu Laura, wie ihr sie vielleicht auch mal um den einen oder anderen Rat fragen könnt, den Link zu LinkedIn, den findet ihr unten einmal in den Shownotes. Und ja, liebe Laura, von daher kann ich nur ganz, ganz herzlich Danke sagen für dich. Und ich freue mich auf all das, was wir von dir noch hören oder in Zukunft ja auch lesen dürfen. Danke, lieber Thomas. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und auch ein kleines Kompliment von mir. Du bist wirklich, man merkt einfach, dass du total mit dem Herzen dabei bist. Man kann so locker und einfach mit dir reden, das ist wirklich, wirklich schön. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Da sind wir schon dafür. Vielen lieben Dank dafür. Ihr Lieben, ja und euch, von euch verabschieden wir uns jetzt. Denkt daran, die nächste Folge, die lässt nicht lange auf sich warten und ansonsten wahrscheinlich auch gerne gleich weiterhören und nicht vergessen, einmal abonnieren. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.